Seit ein paar Tagen mache ich mir weniger Sorgen. Ich bin immerhin nicht mehr allein. Die Wölfe passen auf mich auf. Rylan und Sora sind zu meiner neuen Familie geworden. Sie haben immer ein offenes Ohr für mich und sind stets da, wenn ich sie brauche. Um ehrlich zu sein, meine eigentliche Familie vermisse ich mittlerweile auch. Wie gerne würde ich die Stimme von Mom hören. Wie gerne würde ich Oren und Flora dabei zuhören, wie sie über irgendwelche banalen Dinge streiten. Wie gerne würde ich Ivo auf seiner Farm besuchen. Aber ich weiß natürlich, dass ich mich nicht bei ihnen melden darf. Es ist zu gefährlich. Hallo, ich bin Elienyx und das ist der vierte Part meiner Okkult Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part hat sich Livia endlich ihren Freunden anvertraut und erzählt, wer wirklich der Vater des Kindes ist. Und außerdem ist sie nun Teil der Rumtreiber. Zu ihrem Glück haben sich die beiden Werwolf-Zwillinge, Rylan und Sora, dazu entschieden, sie und ihr zukünftiges Baby zu beschützen. Denn alle haben das gleich mulmige Gefühl, wenn sie daran denken, dass Marvin der Vater ihrer Tochter ist. Kurze Unterbrechung. Danke an dieser Stelle für unglaubliche 4000 Abonnenten hier auf YouTube. Als kleines Dankeschön an euch gibt es wieder ein Stream-Event. Und zwar 7 Tage, 7 Streams, 7 Challenges. Mehr darüber erfährst du hier in diesem Video. Auf jeden Fall kommt in diesem Part nämlich Livias Tochter zur Welt. Deshalb starten wir jetzt gleich in den Part hinein. Und so starten wir mit einem sehr üblichen Anblick in den Part hinein. Unsere Livia isst gerade Gartensalat und ist mal wieder sehr angespannt. Denn sie ist im dritten Trimester ihrer ungewollten Schwangerschaft. Also die Entbindung ist in Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das bedeutet, das Baby wird definitiv heute noch kommen. Außerdem hat sie Mäuse gesehen und das gleich zweimal. Und dann hat sie außerdem das Bedürfnis, sich zu beweisen, weil sie Angst hat, ihre Eltern zu enttäuschen. Ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Sie wohnt ja nicht daheim. Also vielleicht nehmen wir ihr diese Angst irgendwann weg. Und jetzt ist der Gartensalat auch noch verdorben. Kann also sein, dass sie gerade verdorbenen Gartensalat gegessen hat. Einfach nur großartig. Ihr wolltet übrigens, dass Livia das Haus ein wenig auf Vordermann bringt. Also um genau zu sein, hat sich die liebe Vivi gewünscht, dass Livia gemeinsam mit ihren neuen Freunden das Haus ein wenig aufräumt, denn niemand möchte im Müll leben. Und damit hast du natürlich absolut recht. Wir werden jetzt versuchen, das Haus zumindest ein bisschen aufzuräumen. Dazu kann Livia ja gleich mal die Gang einladen. Wir starten eine Versammlung. Dann muss sie ganz dringend auf die Toilette. Das wäre sehr ungünstig, wenn sie sich jetzt noch in die Hose pinkelt. Die anderen Rumtreiber sind jetzt angekommen. Livia wird jetzt gleich mal Sora begrüßen. Wir werden jetzt einfach gleich mal hingehen. Und ihr einmal den Tag verschönern. Dann gehen wir auch noch zu Carmen und werden sie erschrecken? Ich glaube nicht. Wir werden sie einfach mal bitten, das Baby zu fühlen und ihr eben erklären, dass wir schon sehr aufgeregt sind, weil es heute soweit ist. Und dann kann Livia ja einmal eine Falle für die Mäuse einlegen, weil mehr von diesem Müll kann ich tatsächlich jetzt so gar nicht entfernen. Also das meiste ist Debug, das muss ich tatsächlich verkaufen. Und ich weiß auch gar nicht, wie viel ich davon wirklich verkaufen werde. Denn ich habe das Gefühl, Livia wird nicht mehr allzu lange hier wohnen. Und es ist ja auch nicht ihr Haus. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ich werde das jetzt noch schnell in ein Kinderzimmer verwandeln. Also diese Sachen werde ich einfach mal verkaufen. Und ansonsten vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten bei der Küche. Ich finde es jetzt nämlich auch gar nicht so realistisch, dass Livia das überhaupt machen möchte. Sie weiß ja, dass das eine Notlösung ist und wird eben auch nicht sehr lange hier bleiben. Ich weiß nicht, wieso niemand von ihnen die Mäuse mag. Aber können wir jetzt endlich mal die schaurigen Hände entfernen und die gruselige Puppe? Das wäre toll. Kriegen wir da Geld? Nein, okay. Schade. Wieso spawnen hier nicht mehr diese komischen Dinger, für die wir Geld bekommen haben? Wo sind die Stühle? Hier waren doch drei Stühle. Hä? Ist das auch, weil es im Haus spukt? Schreibt mir da mal gern in die Kommentare, ob das deshalb ist, weil da waren definitiv drei Stühle. Ich bin sehr verwirrt. Aber gut, wir richten jetzt ganz schnell das Kinderzimmer ein. Das werden wir mal verkaufen. Wir bekommen sogar 24 Simoleons dafür. Nicht schlecht. Am besten sagen wir, sie waren einfach am Schrottplatz oder wie das heißt.
und haben dafür ein wenig Geld bekommen. Ist ein bisschen unrealistisch, weil normal muss man dafür ja zahlen, aber okay. Oh, da ist eine neue Wiege. Süß, eine Korbwiege. Und darunter können wir ja noch so einen Teppich geben. Mehr, glaube ich, brauchen wir dann ehrlich gesagt auch gar nicht. Beziehungsweise so viel Geld haben wir tatsächlich nicht. Vielleicht noch irgendein süßes Kuscheltier. So eine kleine Katze. Ja, das ist süß. Das ist jetzt ein sehr minimalistisches Kinderzimmer. Aber wie gesagt, ich glaube, wir ziehen sehr, sehr bald um. Übrigens glaube ich langsam, dass Livia ein Problem mit Carmen hat. Die beiden streiten die ganze Zeit. Vermutlich hat Livia momentan einfach Stimmungsschwankungen und ist mit ihrem Leben komplett überfordert. Was wir jetzt auf jeden Fall auch noch machen müssen, wir müssen den Geburtshelfer anrufen. Damit haben wir uns ja noch gar nicht auseinandergesetzt. Die Wahl der richtigen Geburtsmethode für sie und ihr Baby kann eine entmutigende Aufgabe sein. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, dass man sich leicht im medizinischen Jargon verlieren und durch die unzähligen Entbindungspraktiken verwirren lassen kann. Welche Methode ziehen Sie in Betracht? Das kommt durch den Realistic Childbirth Mod. Und die natürliche Geburt haben wir tatsächlich in der 100 Baby Challenge schon mehr als erkundet. Deshalb hätte ich gesagt, Livia entscheidet sich für den Kaiserschnitt. Ich könnte mir vorstellen, auch deshalb, weil der Kaiserschnitt in Sims eben viel schneller geht und Livia dann schnell aus dem Krankenhaus wiederkommt und dann hat sie nicht so große Angst, dass sie von Marvin dort gefunden wird. Deshalb entscheiden wir uns für den Kaiserschnitt. Wir wählen diese Option. Ich glaube auch, ich habe den noch gar nie genommen. Deshalb bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie das wird. Livia und Sora sind jetzt im Kinderzimmer und unterhalten sich. Die beiden verstehen sich wirklich unglaublich gut. Und das freut mich so, weil ich freue mich so für Livia, dass sie endlich eine Freundin gefunden hat. Livia ist ja nicht der einfachste Sim. Und jetzt wird sie von Rose angerufen. Da gehen wir natürlich nicht dran. Wir wissen ja, Livia darf zu ihrer Familie leider keinen Kontakt haben, auch wenn sie es gerne hätte. Dann werde ich mich jetzt noch schnell um ihre Bedürfnisse kümmern. Immerhin kommt das Baby bald und Livia muss da wirklich auf alles vorbereitet sein. Immerhin wissen wir nicht, was passiert. Wer weiß, vielleicht lauert Marvin ihr auf. Vielleicht müssen sie und das Baby dann gleich flüchten. Oh nein, Livia ist gerade aufgewacht. Wir haben 21.30 Uhr und die Wehen haben eingesetzt. Es passiert. Das ist es. Das Baby wird geboren. Und natürlich werden wir jetzt so schnell wie möglich ins Krankenhaus fahren. Und wir nehmen am besten gleich mal Sora mit. Also ich habe irgendwie die Befürchtung, weil wir sie nicht offiziell gefragt haben, haut sie dann gleich wieder ab. Aber wir können ja sagen, sie ist immer im Umkreis und beobachtet eben, ob Marvin oder sein Bruder auftauchen. Und hier sind wir jetzt. Sora ist sogar wirklich mitgekommen. Dann werden wir sie jetzt gleich mal bitten, das Baby zu fühlen und einfach sagen, okay, never mind. Sora ist verschwunden. Ich wusste es. Aber wie gesagt, sie hält einfach Ausschau, ob irgendwo böse Vampire sind. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Ich habe das Krankenhaus nämlich gerade erst ersetzt. Das ist nämlich ein Geburtshaus und das hat die liebe Simbo gebaut. Und ich finde, es passt einfach perfekt hierhin, weil es eben so aussieht, als wäre es irgendwo so ein kleines, verstecktes Geburtshaus. Möglicherweise haben das Rylan und Sora für sie ausgesucht, damit sie hier eben niemand finden kann. Wer bist denn du? Geburtshelfer. Dann werden wir mal mit ihr interagieren. Das mit dem Kaiserschnitt weiß ich jetzt natürlich nicht, wo wir machen können. Und ich hoffe, dass mit der Geburt klappt dann auch alles. Hier kann man sogar eine Wassergeburt machen. Das habe ich schon wieder vergessen. Aber ich hätte eben gerne den Kaiserschnitt zur Welt bringen. Denn Sim ist noch nicht vollständig geweitet. Ja, beim Kaiserschnitt muss das doch auch nicht sein. 1 Zentimeter. Ja, können wir jetzt bitte einen Kaiserschnitt machen? Übrigens finde ich diese Babypuppen hier echt creepy. Aber okay, wir stellen uns einfach vor, das sind echte Babys. Dann müssen wir eben den Tag noch ein wenig hier verbringen. Sie kann sich ja mal was zu essen kaufen. Wir kaufen mal ein Sandwich und dann wird sie schlafen gehen. Und morgen machen wir das Ganze dann nochmal von vorn. Oh mein Gott, der Geburtshelfer ist ein Vampir. Oh Gott. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen. Auf einmal ist ein Geburtshelfer da, der einfach ein Vampir ist. Livia wird jetzt ganz schnell abhauen. Ganz schnell, Livia. Ganz, ganz schnell. Er verfolgt uns einfach. Sie kann das Kind jetzt nämlich schon auf die Welt bringen. Also wir können auch eine nicht assistierte Geburt machen. Und ich glaube genau, das wird sie tun. Aber nicht hier.
Sie wird jetzt einfach zu ihrem Geburtshelfer hingehen und sagen, ich glaube, mein Kind braucht noch ein bisschen. Ich werde jetzt draußen ein wenig spazieren gehen, um die Geburt zu beschleunigen. Aber keine Sorge, ich bin dann gleich wieder da. Und natürlich wird sie nicht gleich wieder da sein, sondern wir hauen jetzt so schnell wie möglich nach San Sequoia ab und werden das Kind allein zur Welt bringen. Ich weiß auch nicht, wieso Sora sie nicht davor gewarnt hat. Also Sora müsste doch eigentlich dort sein. Aber dass sich Vampire im Krankenhaus verstecken, damit hat wohl niemand gerechnet. Dann reisen wir wieder schnell nach Hause und dann muss Livia das Kind allein zur Welt bringen. Oh mein Gott, die Arme. Also vielleicht berufen wir lieber noch eine Versammlung ein, dann können ihr zumindest Sora, Rylan und Carmen dabei helfen. Also keine Ahnung, ob drei Teenager wirklich hilfreich bei einer Geburt sind, aber vielleicht ist es besser, als wenn sie ganz allein ist. Deshalb starten wir jetzt eine Versammlung und werden Rylan jetzt gleich mal von unserer Angst vor Vampiren erzählen und einfach sagen, mein Geburtshelfer dort war ein Vampir. Ich musste abhauen. Ich hatte solche Angst. Ich weiß nicht, woher Marvin wusste, dass ich genau dorthin gehe. Aber seine Komplizen waren auf jeden Fall dort. Und nun muss Livia ihre Tochter allein zur Welt bringen. Bei einer nicht assistierten Geburt. Ich hoffe sehr, jetzt bekommt sie es hier draußen? Irgendwie habe ich gerade sehr Angst, dass Livia stirbt. Was passiert hier gerade? Ich wusste nicht mal, dass das geht. Oh mein Gott, Livia. Tust mir so leid. Was machen wir, wenn sie jetzt stirbt? Ich hoffe, sie stirbt nicht. Oder ihr Baby. Wieso ist sie nicht mal reingegangen? Wieso bekommt sie ihr Baby draußen vorm Haus? Also anscheinend ist zum Glück nochmal alles gut ausgegangen. Wow. Das war gerade wirklich zu viel für mich. Also ich wusste nicht, dass das geht. Nun kommen wir zu den Namen. Also erstmal danke für eure ganzen Vorschläge. Es waren wirklich so viele coole Ideen dabei. Aber wie ihr sicher wisst, ich muss mich für etwas entscheiden. Und ich glaube, ich habe mich jetzt sogar für etwas entschieden, das auch die meisten von euch wollten. Also der Vorschlag kam von der lieben Vivi. Und zwar hat sie vorgeschlagen, dass wir als Thema Edelsteine nehmen. Also danke nochmal für deinen Vorschlag. Der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und deshalb werden wir das für diese Generation jetzt umsetzen. Und der Name, für den ich mich dann schlussendlich entschieden habe, der stammt von Annabella. Und zwar hat sie Ruby vorgeschlagen. Und ich finde, Ruby ist so ein unglaublich süßer Name. Aber mir hat auch eine weitere Idee von euch unglaublich gut gefallen. Und zwar habe ich wirklich immer wieder gelesen, dass ihr es gerne hättet, dass wir die Kinder nach Filmcharakteren benennen. Also zum Beispiel bei einer Vampirtochter, dass wir dann einen Namen aus Twilight nehmen oder aus Vampire Diaries. Und dann bei einer Hexe oder einem Zauberer nehmen wir einen Namen aus dem Harry Potter-Universum. Deshalb habe ich mir jetzt überlegt, wir könnten es so machen, dass all unsere Sims immer zwei Namen haben. Also der erste Vorname ist immer ein Edelstein. Und der zweite Vorname stammt eben aus einem fiktionalen Universum. Also schreibt mir eure Ideen dazu gern in die Kommentare, denn für jetzt bleibt unser kleines Mädchen einmal unsere Ruby. Aber wie gesagt, ich würde es sehr, sehr cool finden, wenn sie einen zweiten Namen bekommen würde, der eben zu irgendeinem filmischen Universum passt. Und ihr Nachname ist natürlich Potter. Perfekt! Sie hat das Baby geboren. Und sie ist noch immer hier draußen. Und hier haben wir das kleine Baby. Oh, wie süß. Und damit sitzt sie jetzt am Boden. Oh Gott, wie süß ist einfach diese Animation. Und die gesamte Gang ist gerade einfach abgehauen. Ich glaube, das war allen zu viel. Verstehe ich sogar irgendwie ein bisschen. Immerhin hat Livia gerade ein Baby vor ihrem Haus bekommen. Livia wird jetzt gleich mal zu ihrer Tochter gehen, wird einmal mit ihr sprechen und wird sie einmal liebkosen. Sie fühlt sich jetzt natürlich noch immer sehr unwohl, also abgesehen davon, dass sie jetzt eben ein ungewolltes Kind bekommen hat, geht es ihr auch noch unfassbar schlecht. Also sie muss auf die Toilette, sie hat Hunger, sie stinkt, jede Menge Dinge, die sie erledigen muss, aber die erste Priorität ist jetzt nun mal ihr kleines Mädchen. Übrigens sieht es aus wie Marvin. Also diese fahle Hautfarbe hat sie eindeutig von ihrem Vater geerbt.
Und Livia geht es jetzt auch schon viel besser. Sie hat zwar keinen Spaß, aber ich weiß gar nicht, ob sie jemals Spaß hatte. Oh mein Gott, jetzt ist der letzte Stuhl auch noch weg. Was ist das? Wer klaut hier immer alle Stühle? Das ist so creepy. Was ich gerade sagen wollte, die Werwölfe können gerade nicht auf sie aufpassen. Die sind nämlich alle in der Schule. Also wir können sie leider auch nicht anrufen. Aber was ich mir jetzt überlegt habe, es gibt ja jetzt einen Übernachtungsbesuch. Organisiere einen Übernachtungsbesuch in deinem Haushalt. Übernachtungsbesuche können mehrere Tage dauern, während andere Ereignisse stattfinden und ermöglichen es Gäste, mit deinem Haushalt zu verreisen. Stelle nur sicher, dass genügend Schlafplatz für alle vorhanden ist. Und da die Gefahr für Livia und Ruby ja von Vampiren ausgeht und deshalb in der Nacht am größten ist, finde ich es sehr unrealistisch, wenn sie in der Nacht immer alleine sind. Und deshalb organisieren wir jetzt einen Übernachtungsbesuch. Ich hätte gesagt, wir beginnen einfach mal mit Sora und sie wird jetzt mal eine Nacht bei uns verbringen. Und von morgen auf übermorgen kann dann ja Raiden bei uns schlafen. Das machen wir dann immer abwechselnd und das finde ich eine sehr coole Idee. Schreibt mir gern, was ihr davon haltet, in die Kommentare. Und da kommt auch schon Sora mit ihrem Koffer an. Dann können wir nochmal zu ihr hingehen und werden sie willkommen heißen und einfach sagen, danke Sora, dass du da bist. Du weißt gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Dann können wir einmal mit ihr über unsere Ängste reden und Livia wird nochmal erzählen, wie das für sie war, als sie eben die Vampire im Krankenhaus gesehen hat und als sie wirklich verstanden hat, die Gefahr ist real, sie bildet sich das nicht ein, die Vampire sind überall und Marvin möchte das Kind. Und nun wird Livia für die beiden ein Mittagessen servieren und zwar einen Gartensalat, wie könnte es anders sein? Wir leben ja abseits vom Netz und können absolut gar nichts anderes zubereiten, aber ich glaube, ein Gartensalat reicht auch aus. Währenddessen wird Livia Sora einfach nochmal um Rat bitten. Woher hat sie denn jetzt Essen? Sie hat einfach Hähnchen-Nuggets mit. Sora, was ist mit dir? Finde ich gut. Ich nehme auch überall Nuggets hin mit. Absolut großartig. Und jetzt wird Livia auch noch von Emma angerufen. Nein, wir können nicht rangehen, Emma. Ihre ganze Familie macht sich wirklich unendliche Sorgen. Aber ich weiß halt auch nicht, was ich machen soll. Es ist einfach viel zu gefährlich. Aber zumindest hat sie Sora. Sie wird jetzt mal mit Sora über warme Temperaturen sprechen. Ich habe zwar keine Ahnung, warum. Aber ich glaube, die beiden sollten sich mal über etwas Banaleres unterhalten als über Vampire. Also die beiden verstehen sich mittlerweile wirklich gut. Sie sind jetzt auch Freunde geworden und sie sind tatsächlich auch gut kompatibel. Und sie haben zusammen größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Also die beiden sind tatsächlich sehr entspannt dafür, dass Sora eigentlich hauptsächlich deshalb da ist, weil sie Livia und Ruby vor bösen Vampiren beschützt. Aber freut mich natürlich, dass die beiden sich gut verstehen. Und jetzt reden sie über Fische. Ja, keine Ahnung warum. Hey, das könnte lustig werden. Sora Perkins möchte mit Livia Potter auf freundschaftlicher Basis zum Abschlussball gehen. Ich hätte tatsächlich gesagt, wir sagen zu. Also ich weiß nicht, ob wir dann hingehen, aber wir werden auf jeden Fall sagen, ja, Sora, ich werde versuchen, mit dir hinzugehen. Einfach, damit die beiden sich nicht hassen. Und jetzt sind sie gute Freunde geworden. Oh, wie süß ist das? Oh mein Gott, was passiert jetzt? Sie ist hier. Plötzlich spürst du eine starke, bösartige Präsenz. Hier treiben sich viele Geister herum, aber dieser eine besitzt eine ganz andere Aura. Der Zeitpunkt, in Panik zu geraten, scheint nun gekommen zu sein. Okay oder nicht okay? Oh mein Gott, ich habe Angst. Zumindest ist Sora da. Ich klicke mal auf okay. Nimm dich in Acht, sie ist hier. Okay, wir gehen mal ganz schnell zu unserem Baby. Und beschützen unser Baby. Sie ist vor unserem Baby. Wer bist du? Temperance. Wir stellen uns einmal respektvoll bei ihr vor. Wer bist du und was möchtest du hier? Noch ist sie eigentlich ganz nett. Wir werden mal Babyfotos mit ihr teilen. Weiß nicht, was man sonst so macht. Naja, irgendwie verstehen wir uns mit ihr ja eh ganz gut. Vielleicht mag sie uns ja. Okay, sie mag uns, glaube ich, nicht. Dann werden wir sie mal kennenlernen. Wer ist diese Frau? Und warum soll sie ein böser Geist sein? Ich finde, sie sieht voll cool aus. Sie hat eine finstere Persönlichkeit. Und sie ist Kind des Meeres. Spannend. Ich verstehe nicht ganz, was hier passiert. Jetzt ist da wieder so eine Puppe. Sie ist erschrocken. Kann sie bitte einfach gehen? Ich habe keine Ahnung, wie wir sie loswerden können.
Können wir Guidry vielleicht fragen? Guidry, kannst du uns helfen? Ich würde gern schlafen. Ich habe irgendwie Angst, dass die Frau mein Baby mitnehmen möchte oder so. Und ich habe genug gruselige Wesen, die dieses Baby haben wollen. Wir werden schreien, jemand Schreckliches ist aufgetaucht. Hilfe! Guidry, kannst du uns helfen, bitte? Nun ja, sie und ich blicken auf eine lange gemeinsame Geschichte zurück. Es ist kompliziert. Aber sie verheißt nichts Gutes. Versuche, einen dieser Götzen auf dem Boden zu platzieren? Sie hasst diese Dinge und praktischerweise hassen sie sie auch. Wenn das nicht funktioniert, verwende deine Mediumfähigkeit, um Bonhilda herbeizurufen. Sie ist eine Meisterin der Geisterkampfkunst und wird dir gerne helfen. What? Platzieren wir das mal vor dem Baby? Warten einfach mal ab? Wir müssten dann halt auch irgendwann schlafen gehen. Das brennt. Wieso brennt das jetzt? Das brennt viel zu nah neben Ruby. Ich glaube, sie haut ab. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Das war jetzt alles sehr ereignisreich. Ich glaube, Livia und Sora werden jetzt bald mal ins Bett gehen. Aber davor muss sich Livia natürlich noch um ihr Kind kümmern. Als Sora die Nacht hier verbracht hat, ist etwas passiert. Also nicht wirklich. Aber irgendwie schon. Ich kann es schwer in Worte fassen, aber ich glaube, wir sind mehr als nur Freundinnen. Es gab da so ein paar Momente, wie sie mich angesehen hat, und da ist irgendetwas passiert in mir. Aber es fühlt sich doch ganz anders an als damals bei Marvin. Ach, ich weiß doch auch nicht. Ich verstehe die Welt nicht mehr.